Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte euch zu einem Videobeitrag von anderer Natur und Struktur begrüßen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, wie sie nur das Leben selbst zum Besten geben kann. Eine Geschichte, die vom Drama unserer Kultur berichtet. Eine Geschichte jenseits von Gut und Böse. Eine Geschichte wie Schneeweißchen und Rosenrot. Eine Geschichte zweier Wälder, wie sie verschiedener nicht sein können. Der eine bedroht vom schwarzen Ungetüm, allerdings bewacht von den Guten. Der andere verflucht vom weißen Magier und deren Ränkenspiel, scheinbar allein auf weiter Flur, denn wir haben ja keine Kultur. Ich will euch nun nicht länger narren, doch das Wort an euch richten. Zur Unterstützung solltet ihr auf ein Abo nicht verzichten. Auch das Zeichen für ein freudiges Betrachten und Verstehen würde ich gern unter dem Video sehen. Tragt diese mehr raus in die Welt, hier geht's um Wahrheit, nicht ums Geld. Es war einmal vor gut 40 Jahren, da kamen im Bürgerwalde die ersten Bagger angefahren. Der Hambacher Forst, bis dahin ein stolzes Gebiet von einst 5500 Hektar, man heute kaum noch was sieht. Das Volk verlor Gehöft und Heim. Rheinbraun ließ verlauten, das Land sei nun sein. Das braune Ungetüm fraß sich von nun an gierig durch den Boden. Für die Kohlen sollte es sich lohnen. Auch die Lehnsherren der Lande fassten sich ein Herz. Schließlich ging es um den Kommerz. Es war ein Pakt, das muss man berichten, denn auf die Errungenschaften der Energie wollte niemand verzichten. Das Netz des Stroms war sehr stabil, deswegen förderten die stählernen Riesen so viel. Selbst der ärmste Tor konnte die Taler berappen, kaum jemanden musste man die Leitung kappen. Obacht, denn auch den dunklen Bösen sollte es langsam an den Kragen gehen. Weit am Horizont konnte man bereits die weißen Magier sehen. Sie versprachen die reine Energie und einen gewissen Charme. Doch auch hier kommen die Bagger angefahren. Vom fast verschwundenen Gehölz Hambi habe ich bis gerade berichtet, doch es gibt einen weiteren Forst, der sich gerade lichtet. Nicht die Braunen vom Rhein, nein, die Erneuerbaren sollen hier die Täter sein. Die Herolde unserer Tage verlieren darüber kaum ein Wort. Doch auch der Reinhardswald, der ist bald fort. In Teilen ein Urwald, von der Größe 200 Kilometer im Quadrat, ist bis heute mit Mythen und Sagen gepaart. Über 1000 Jahre ist sein Dasein verbrieft. Man berichtet, dass selbst Dornröschen einst in ihm schlief. Eine Kulturlandschaft geht hier verloren, auch wenn Frau Özegus meinte ganz unverfroren. Eine spezifische deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Welch Trauerspiel, von integrierten Menschen sowas zu vernehmen. Ich an ihrer Stelle würde mich schämen. Die schwarz-grünen Regenten treiben zuerst die Windkraft gnadenlos voran. Nur damit das Land Hessen daran verdienen kann, 50 Großwindkraftanlagen sollen hier im Walde Platze finden. Bei 70.000 Euro im Jahr kann das grüne Gewissen pro Anlage schnell erblinden. Hier schreit keiner Ende Gelände und trampelt durch die Saat, weil man mit der Windenergie so viel am Strompreis spart. Vielleicht finden sich die Guten vom Hambi auch noch nicht mit der Wirtschaft zurecht. Ich wette, bei ihrer ersten eigenen Stromrechnung wird ihnen schlecht. Hier geht ein Stück unserer Seele verloren. Für eine Energiewende, die ist an vielen Stellen unausgegoren. Allein die Tatsache, dass die Infrastruktur nur in Teilen existiert, hinterlässt den wissenden Betrachter doch recht irritiert. Die Chronisten wissen, dass der Wald sich im Besitz des Landes befindet, sodass die Klage der Gemeinden vor den Gerichten keinen Anklang findet. Die Verbände wie BUND oder Grüner Frieden könnten klagen, doch niemand will den Kampf mit der Windkraft wagen. Ich rufe laut nach Don Quixote, rauf rauf mit den falschen Versprechen aufs Schafott. Erkennt sie an den Taten, sie hinterlassen tiefe Schneisen,
Wir können gerade die Grünen im Märchenwalde so entgleisen. Der Wind, das himmlische Kind, der weht dort nicht immer, das ist ganz bestimmt. Die Karte führt dies deutlich vor Augen, dennoch will man dem Walde gerade hier seiner Ruhe berauben. Der Tagebau bei Hambi wäre doch ideal, hier steht eh kein Baum mehr, hier wär's egal. Wie sagt der Volksmund, ist der Ruf erst ruiniert, schindet es sich ganz ungeniert. So sind auch wieder die Grünen mit von der Partie, wenn es darum geht, dass man eine Pipeline für Salzabfälle der Firma K&S und ein großes Stapelbecken im Wald errichten will. Der Froschkönig jubelt voller Entsetzen und fragt sich, was soll der Quark? Das Projekt ist nun mal in Fahrt. Im Jahr 2015 ist es gewesen. Da begann die ex-grüne Umweltministerin Priska Hinz vor dem Landtag zu erzählen, man müsse diesen Weg für die Pipeline wählen. Die Pläne wackeln nun Gott sei Dank, denn wie jeder weiß, zu viel Salz macht Mutter Erde krank. Und die Moral dieser Fabel ist gewiss, zu kämpfen für die Umwelt lohnt sich nur, wenn es nicht gegen die Erneuerbaren ist. Anderenfalls weht einem ein rauer Wind entgegen, sollte sich bei den Grünen der Widerstand regen. Selbst dem unbedarften Aktivisten sollte ein Licht aufgehen. Sieht man im Hambi die letzten Bäume stehen. Der Hambi ist tot. Der Wald der Grimms wäre noch zu retten. Wird dies passieren, was sollen wir wetten? Ich hoffe nun, dass euch diese kleine Geschichte gefallen hat. Es ist in meinen Augen echt hart, wie hier die Realitäten aufeinander prallen. Ich will mit diesem Video einfach dazu beitragen, dass das Thema Reinhardswald bzw. Grimms Märchenwald etwas mehr Echo in der Öffentlichkeit findet. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wer von dem Thema zuvor schon etwas gehört hat und wer nicht. Und ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Sich für eine Sache einzusetzen ist löblich und auch wichtig. Allerdings sollte es Sinn machen, zumindest in meinen Augen. Lasst mich auch wissen, wie euch dieser Stil gefallen hat. Vielleicht werde ich öfters mal zum Märchenonkel. Alle Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.